Vielleicht hast du schon mal von verschiedenen Lerntypen gehört und möchtest wissen, welcher Lerntyp du bist. Mit diesem Video kannst du herausfinden, welcher Lerntyp du bist und wie du besser lernst. Ja, das ist gar nicht so schwer. Wie funktioniert das? Das Lernen, das funktioniert über ganz viele Wahrnehmungskanäle. Über die werden Informationen aufgenommen und verarbeitet. Bei Lerntypen unterscheidet man vier. Die, die über das Sehen, das Hören, das Sprechen oder das Bewegen am besten lernen. Und das wird jetzt getestet. Los geht's! Erstens. Teste deine auditive Merkfähigkeit. Ich spreche dir jetzt eine Reihe von Wörtern vor. Höre mir einfach gut zu und versuche dir diese Wörter zu merken. Okay? Los geht's! Waschmaschine, Nadelwald, Schneemann, Wandtapete, Sommerurlaub, Fensterglas, Telefonhörer, Lederjacke, Wanderschuh, Fensterbank. Drücke jetzt auf Pause. Und während das Video pausiert, sagst du bitte einmal laut die Achterreihe auf. Die Achterreihe des kleinen Einmaleins. Und wenn du damit fertig bist, schreibst du alle Wörter auf, die du dir gemerkt hast. Kontrolliere aber erst nach dem Testende, wie viele es waren. Und weiter geht's. Zweitens. Teste nun deine visuelle Merkfähigkeit. Lies die folgenden Wörter und merke sie dir. Ich werde sie dir nicht vorlesen. Du sollst sie selber lesen. So, drücke jetzt wieder die Pause-Taste. Und während sie gedrückt ist, sage nun die 7er-Reihe des kleinen Einmaleins auf. Und wenn du damit durch bist, dann schreibst du alle Wörter auf, die du dir gemerkt hast. Fertig? Dann geht's weiter mit dem Video. Drittens. Nun geht es um deine motorische Merkfähigkeit. Das hat etwas mit Bewegung zu tun. Schreibe die folgenden Wörter in dein Heft. Schreibe sie einfach ab. Nimm dir dafür so viel Zeit, wie du brauchst. Also drücke wieder die Pause-Taste und schreibe. Klappe dann dein Heft zu, auf jeden Fall. Und sage nun die 6er-Reihe des 1x1 auf und schreibe dann wieder die gemerkten Wörter auf. Und viertens, jetzt geht es um die kommunikative Merkfähigkeit. Denke dir aus den folgenden Wörtern eine Geschichte aus und erzähle diese dann jemand anderem. Lass dir ein bisschen Zeit, bis du eine Geschichte hast, aber nicht mehr als eine Minute. Dann drückst du wieder die Pause-Taste und siehst dir die Wörter nicht länger an. Und nun sagst du wieder eine 1x1-Reihe auf, und zwar die 4er-Reihe. Und dann erzählst du jemandem deine Geschichte. Danach schreibst du auf, wie viele Wörter du dir gemerkt hast. Jetzt kannst du deinen Test auswerten. Jedes Mal ging es um 10 Wörter. Und du kannst jetzt überprüfen, wie viele du dir jeweils merken konntest. Beim Sehen, beim Hören, beim Sprechen und beim Bewegen. Es kann sein, dass eine Merkfähigkeit deutlich heraussticht, aber du kannst auch in mehreren Bereichen gleich gut sein. Übrigens noch eine kurze Frage. Welche Farbe hat die Hose der Frauenfigur in diesem Video auf jedem Bild? Na? Richtig, pink. Wusstest du das? Aber viel wichtiger ist, was du mit deinem Testergebnis anfangen kannst. Lerne künftig deinem Lerntyp entsprechend. Wer lerntypgerecht lernt, macht es sich viel leichter. Wie das ganz genau geht, erfährst du auf www.lernförderung.de oder in unserem Lerntyp-Test-Download. Der Link ist wie immer unter dem Video.
Und dieses Video ist von lernförderung.de. Wenn es dir gefallen hat, gib uns doch ein Like, schreib etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Also, welcher Lerntyp bist du?